Eiweiß begrüßen, ein Informatikprofessor aus Berlin. So wurde er oder hat er sich gewünscht, angesagt zu werden. Nachhaltige Blockchains, darüber wirst du uns heute erzählen. Und der Untertitel deines Talks, damit er auch in den Suchergebnissen ganz weit oben auftaucht, ist Nachhaltige Blockchains statt digital und dreckig. Rüdiger Weiß, deine Bühne. Viel Spaß. Also vielen Dank. Vielleicht zum Untertitel noch eine Anmerkung. Das war keine Überschrift von mir, sondern ein Interview vom Deutsche Welle zum Thema, wo ich also auch gefragt worden bin und irgendjemand hat mich dann aufgezogen, dass jetzt eine ganze Generation von jungen Leuten, wenn sie digital und dreckig googeln, als auf der ersten Seite dieses Interview im Deutschlandfunk erhalten. Das ist nur eine der vielen bizarren Sachen aus der Blockchain-Welt und das ist wie andere Themen, wo Leute irgendwie stark emotional gebunden sind, immer relativ lustig, dass alle Leute, die auch irgendwie mal so eine komische wissenschaftliche Herangehensweise machen und irgendwie das Pro und Contra abwägen, abwechselnd von Pro- und Contra-Leuten zu Diskussionen eingeladen werden und auch von den jeweiligen ein bisschen aufgeregteren Vertretern auch durchaus möglicherweise dafür beschimpft werden in die eine oder andere Richtung, aber das soll uns nicht aus der Ruhe bringen. Als Hacker und als Informatiker sollten wir als erstes mal die Technologie einigermaßen verstehen und angucken. Und das ist im Bereich Blockchain überraschend einfach. Also ich habe jetzt wirklich mit der ersten Folie einfach und alt aufgemacht. Eine Blockchain besteht zunächst mal einfach aus einer verketteten Liste von Blöcken mit Hashpointern. Das ist eine der einfachsten Strukturen, die man, sagen wir mal, in den ersten Semestern der Informatikvorlesung eigentlich als wirklich einführende Beispiele gezeigt kriegt. Und insofern ist das eigentlich ganz interessant, dass da eine Sache, die wirklich in nur wenigen Vorlesungsminuten zu erklären ist, durch eine Mischung von sehr vielen verschiedenen anderen Einflüssen auf einmal zu einer sehr interessanten Technologie geworden ist. Aber wie gesagt, gehen wir nochmal als Informatiker ordentlich hin, sagen wir mal, die Frage, wie man kryptografisch gesicherte Buchführung hinkriegt und nichts anderes ist Bitcoin letztendlich, ist schon lang in der Informatik diskutiert, also ein Paper, das immer wieder als eines der definierenden genannt wird, ist ein Paper, das ist in der Krypto 1990 erschienen und auch in der Hacker- und akademischen Hackerszene gibt es einige interessante Versuche. Das eine ist von Ross Andersen von 1996 und noch mehr musste ich lächeln als ein alter, Uralt-Hacker, der war schon Alt-Hacker, als ich in den 90er Jahren dazu gekommen bin. Lutz Donnerhacke, auch ein ewiges Logfile hergestellt hat und das muss unheimlich viel Einfluss gehabt haben, weil die Standard-URL, ja, habe ich hier auch angegeben, die ist unter altlasten.lutz-donnerhacker.de gespeichert. Also das ist eine Technologie, die war da und seit Jahrzehnten da und selbst die Leute, die es irgendwie betrieben haben, haben das immer als Altlasten oder spielt mal ein bisschen damit angesehen. Und insofern war es schon ein bisschen überraschend, dass Bitcoin so eine starke Entwicklung genommen hat. Also was haben wir mit Bitcoin? Da ist aus buchstäblich dem Nichts auf einmal ein Währungssystem entstanden, das auf diesen üblichen Tauschbörsen, wenn man das einigermaßen versucht anzunähern, immer noch einen dreistelligen Milliardenbeitrag von US-Dollar generiert. Und das mit einem sehr hohen Energieverbrauch, mit wirklich sehr kritikwürdigen Fragen der Privatsphäre, mit einigen Designentscheidungen, die zu einer starken Zentralisierung des Systems geführt haben und die Softwarequalität ist auch ein bisschen gruselig, je stärker man da reinschaut. Wie gesagt, als Hacker ist man da manchmal auch mit seinem Urteil relativ deutlich und eine These, die mir eingefallen ist, bitte noch mal ordentlich machen. Und das ist eigentlich eine Sache, wo es sehr interessant ist, dass wirklich kleine Entscheidungen wirklich auf der Bit-Ebene große Auswirkungen über soziale und wirtschaftliche Eigenschaften so eines Währungssystems haben können.
Versuchen wir mal, die Probleme irgendwie etwas geordnet anzugehen. Und da will ich wirklich als ersten und auch wichtigen Punkt mal den Datenschutz herbeiführen. Bitcoin ist ein System, wo man ein öffentliches Transaktionsbuch hat, ein authentifiziertes in einem gewissen Sinn, und es wird weltweit verteilt. Also bedeutet, es ist alles öffentlich. Es ist per Definition nicht löschbar. Also was da reingeschrieben wird, bleibt immer und ewig. Also für immer und ewig Begriffe, die man natürlich vernünftig definieren sollte. Aber noch einmal, es ist alles öffentlich, es ist nicht löschbar. Also es gibt kein Recht auf Vergessen. Und wenn man sich irgendwie einen Datenschutz-Albtraum zusammenzimmern wollte, dann ist Bitcoin wirklich möglicherweise ein ganz interessanter Kandidat dafür. Die Leute, die das verteidigen, sagen immer, es gibt Pseudonyme. Und da muss ich sagen, es ist ein bisschen trügerische Sicherheit. Also es sind einige gute Entscheidungen gemacht. Pseudonyme sind eigentlich, sagen wir mal, die letzte Verteidigungslinie. Und die bieten allerdings in ein paar Richtungen auch nur trügerische Sicherheit. Ich habe das dann auch im zweiten Punkt etwas kurz dargestellt, angreifbar mit einfacher Graphentheorie. Und nachher ist mir eingefallen, dass sicher auch da Leute künstliche Intelligenz drauf werfen. Damit haben sie dann eine optimale Sammlung von Passwörtern. Aber naja, kann man auch irgendwie Verbindungen halt, die ganzen Transaktionsdaten von Bitcoin, wenn ich ein bisschen exzentrisch bin, passen die in den Hauptspeicher meines neuen Rechners, den ich bestellt habe. Wenn ihr mal guckt, die ganzen Transaktionen, das sind Größen, ich gucke da nicht genau hin, aber die wachsen ja relativ überschaubar, ist im Moment im Gigabyte-Bereich. Also das kann man fast im Hauptspeicher halten und dann kann man natürlich irgendwelche allgemeinen Algorithmen drüber laufen lassen. Weitere Frage ist, wie lange wird das überhaupt noch legal bleiben? Auch die Nutzung von Pseudonymen wird ja durchaus in sehr vielen Bereichen der Welt durchaus angezweifelt. Gut, datenschutzmäßig problematisch. Interessante andere Herangehensweise ist auch mal wirklich nachzudenken, was ist denn eine Philosophie dahinter? Und das ist ja manchmal ganz interessant, weil es kommt ja durchaus aus einer libertären Richtung, oder es gibt da andere schöne Begriffe, Krypto-Anarchisten oder kapitalistische Anarchisten. Ist ganz interessant, was es inzwischen für Mischformen der politischen Ideologien gibt. Und die Diskussion, ob die Menschen glücklicher leben mit oder ohne Staat, insbesondere mit oder ohne starken Staat, das ist eine wirklich der ältesten philosophischen Diskussionen, die sehr spannend ist. Sollte man auch rein, um seinen Verstand zu schärfen, durchaus auch mal diskutieren, versuchen beide Position mal zu verstehen und auch mal auch für sich selber zu denken. Aber wir sind auch ein bisschen Hacker und da sagen wir, Philosophie schön und gut, aber wir möchten auch irgendwas produzieren und reale Probleme angehen. Und da ist die lästerliche Frage, abgesehen von der Frage, ob es gut ist, wenn der Staat weg ist, was machen wir denn in Bereichen, wo es einfach keinen funktionierenden Staat gibt? Wo also kein Bankwesen da ist, kein verlässliches Bankwesen, keine staatliche Kontrolle oder gesellschaftliche Kontrolle, wer überhaupt mitspielen darf in dem System. Und das ist ein interessanter Punkt, der auch wirklich durch dumme Nachfragen mal zustande gekommen ist, dass mir irgendwie klar ist, dass die Eigenschaft, die für Informatiker ganz klar ist, dass da teilnehmende Rechner kommunizieren. Dass die Frage ist, wer darf irgendwie diese Rechner benutzen, natürlich dann halt relativ eng verbunden ist mit der Frage des Zugangs. Und da war auch eine Diskussion da, wo ich dann halt irgendwie mal gemeint habe, das mag viele Leute überraschen, aber die Durchdringung der Menschheit mit Handys ist inzwischen, glaube ich, bei über 1 pro Einwohner dieses Planeten. Die Durchdrängung von Bankkonten und so weiter ist relativ geringer. Also insofern haben wir im Moment ein interessantes Szenario, wo der Besitz eines noch so einfachen Phones, also muss gar nicht smart sein, kann einfach mit SMS arbeiten. Und genau zum Beispiel, wenn wir sagen, eine Möglichkeit des Zugangs zu den Systemen hat.
Und da war dann aus Hackersicht immer eine Sache, dann Freunde sagen, ja, es ist diskriminierungsfrei, alle dürfen zugreifen, das ist schön. Und dieses Hacker-Ideal ist auch nicht nur abstrakt ein wichtiges Ding, weil es gibt genug Länder auf der Welt, wo zum Beispiel Frauen nicht unbedingt Bankkonto eröffnen können, ohne dass irgendwie eine männliche Bezugsperson da eine Stellungnahme gibt. Und wie gesagt, also das bedeutet diskriminierungsfrei, aber das bedeutet natürlich auch interessante Dynamiken. Es bedeutet auch, Kinder haben freien Zugang dazu. Und dann kann man wieder diskutieren, ist es toll, jetzt sind auch Kinder so frei. Ja, aber oder wir können die Situation haben, dass Leute, die Geschäfte machen, selbst in Ländern der dritten Welt versuchen, nicht geschäftstüchtige Kinder mit ihren Klingelabonnements die Kontos leer zu ziehen. Das ist in der Tat genau in Kenia passiert. Da habe ich auch gesagt, immer das schöne abstrakte Thema, ist es sinnvoll, Kindern freien Zugang zu Konten zu machen? Ist keine akademische Diskussion, sondern wir haben da durchaus Entwicklungen, die selbst in der kenianischen Regierung dann wahrgenommen worden sind. Nichtsdestotrotz ist eine Technologie, die einfach grundsätzlich mal den Zugang für alle ermöglicht, in meinen Augen eine, die zumindest Gestaltung zwar auch verlangt, aber auch Gestaltung genießen sollte. Also insofern ist diese diskriminierungsfreie Eigenschaft, dass jeder Mensch oder jede Lebensform, die den Zugriff auf den Schlüssel hat, irgendwie über den Konto verfügen kann. Das ist auch ein kleiner, aber nicht ganz unwichtiger Gamechanger in dem Bereich. Entschuldigung, ups. Wenn wir jetzt dann schon mal irgendwie nachdenken, dass irgendwie ein Nicht-Smartphone irgendwie bedeutet, dass Leute Zugang davon haben, dann kann man natürlich ganz abstrakt sagen, möglicherweise können wir mit Blockchain und digitalen Currencies Systeme bauen, die wir halt mit sehr geringen Anforderungen an die analoge Welt bearbeiten können. Und das bedeutet, dass da sich ein paar interessante Möglichkeiten ergeben, auf die ich jetzt in diesem Talk nochmal näher eingehen möchte. Vielleicht jetzt hier in der Mitte des Vortrags noch einmal zwei Worte, was ich in dem Vortrag bespreche. In diesem Vortrag bespreche ich überwiegend Ideen, wie man in existierenden Systemen, sagen wir mal, ein paar umweltbelastende Features reduzieren kann oder irgendwie neu denken kann. Zum Zweiten diskutiere ich ein System, was einen anderen Proof of Work vorschlägt. Und die zwei interessantesten Sachen, die werde ich in diesem Vortrag leider nur allenfalls kurz anreißen, auch weil ich letzten Kongress da einen Vortrag mit dem Kollegen das nochmal erläutert hat. Es gibt durchaus Überlegungen, intelligentere Mining-Algorithmen zu verwenden und dann geringere Zentralisierung zu machen. Und zweitens gibt es natürlich sogenannte Proof-of-Stake oder Delegated Proof-of-Stake-Systeme, die gar keinem Energieverbrauch für die Authentifizierung vorstehen, die auch ein sehr interessanter Punkt sind. Beides ist im Moment noch in der Beforschung und zu einigen Sachen habe ich ja auch auf dem letzten Kongress gesprochen, aber heute will ich wirklich aus Hackersicht mal überlegen, wir haben jetzt Technologien, wir haben Währungssysteme, was bauen wir damit? Und zum Thema digitales Bankwesen ist auch keine akademische Diskussion. Der interessante Spieler in dem Bereich heißt M-Pesa. M-Pesa ist in Kenia gestartet von Safaricom. Ich habe nachgeguckt, die heißen wirklich so, in Kooperation mit Vodafone. Und wird eigentlich in sehr vielen Bereichen durchaus positiv vermerkt. Also der Zugang von mehr Leuten zum Banksystem hat durchaus einige positive Entwicklungen gemacht. Die wird man auch irgendwie immer wieder kritisch hinterfragen müssen. Aber da gab es also sehr viele Untersuchungen. Auch die Regierung ist da gar nicht so unangetan. Aber ich habe mir dann noch mal ein paar Sachen angeguckt und allein die drei Sachen, die ich jetzt hier rausgezogen habe, sind natürlich relativ drastisch. Also in einem der ärmsten Länder der Welt haben die ein System, das nach Schätzungen der Zentralbank von Kenia 27% Profit abwirft. Also die holen es von den Allerärmsten und das macht mich irgendwie etwas unentspannt. Insbesondere waren sie von den Allerärmsten, die sich nicht registrieren haben, bis zu 66% Transfergebühren nehmen.
Und ich weiß nicht, so in alten Mafia-Filmen waren das also nie die Höhe der Schutzgelderpressung, die die Mafia zumindest in den Filmen gemacht hat. Also ich will jetzt nicht die Banken und Mafia gleichsetzen, sonst sind beide sauer, dass sie irgendwie in schlechte Gesellschaft gebracht worden sind. Das möchte ich vermeiden, also insofern halten wir die noch auseinander. Sagen wir es mal ganz wissenschaftlich freundlich, es sind schon überraschend hohe Transaktionsgebühren und es sind überraschend hohe Gewinne da. Und noch einmal, ich bin so alt, dass ich aus einer Zeit komme, wo Gutmenschentum nicht negativ konnotiert war. Ich muss sagen, wenn internationale Konzerne dann was machen, Geschäfte mit den Allerärmsten und bei den Allerärmsten dann so viel rausziehen, dann ist das grob unanständig. Und wir sollten das den Firmen auch doch mal kommunizieren, wenn sie sich ansonsten als menschenfreundlich gestalten. Ist das im Moment menschenverachtend, wenn sie die Gebühren in meinen Augen so ausgestalten, dass ausgerechnet die Leute, die Kleinstbeträge überweisen, dann am meisten geschröpft werden? Die werden. Das ist ein Punkt, da kann man argumentieren, auch Kleinbeträge machen viel Aufwand, aber Entschuldigung, wenn man 27% hat und wenn man irgendwie dann in einem sich entwickelnden Land sich befindet, dann kann man vielleicht dann auf den letzten Cent, und das sind ja nur Cents, diese aus diesen kleinsten Transaktionen, vielleicht mal aus Menschenfreundlichkeit doch etwas verzichten. Also das ist, glaube ich, auch ein Appell, da irgendwie Sachen nicht unbedingt zur Gewinnoptimierung dann zu betreiben. Und andere Sache ist dann auch, wenn man einen Vortrag kurzfristig nochmal erweitert, auch ein Punkt, was im letzten Mai war, also diese Sache, wenn Daten, wie sieht's mit dem Datenschutz aus? Und dann wird immer nachgefragt, was ist nochmal genau Datenschutz? Und man hat halt die Situation, dass die jetzt alle bei einem Firmen, privatwirtschaftlichen Firmen liegen. Und als Hacker sagt man ja immer, was Firmen haben, haben auch Geheimdienste. Wenig Überraschung, aber dann gibt's Lemma Nummer zwei, was Geheimdienste haben, haben Hacker schon vorher. Nachher oder kurz nachher. Und genau das passierte und im Mai sind 11,5 Millionen Daten von kenianischen M-Pesa-Nutzer auf den Schwarzmarkt gekommen. Das Interessante daran ist, also 11,5 Millionen ist ja schon mal beeindruckend genug, wenn man aber jetzt nochmal genau nachguckt, sind das nur edel Daten, die da bei den 11 Millionen Usern waren. Die 11,5 Millionen User sind nicht nur Namen und alle möglichen privaten und auch sicherheitsrelevante Daten. Die machen das professionell. Das sind Leute, die Glücksspiel betrieben haben. Und zu jedem Account gibt es dann auch noch eine Liste, was der oder diejenige Person mit den, also was die für Transaktionen gemacht hat. Also wie gesagt, wenn man dann auch ein normales, ordentliches, registriertes, in Schleswig-Holstein gültiges Glücksspielunternehmen hat, dann hat man da die Möglichkeit, unmittelbar, also sehr schön, sehr punktdirekt zu werben. Das ist jetzt nicht zynisch, sondern das ist eine normale Analyse, wie es läuft, aber das bedeutet, wenn diese 11,5 Millionen nur die Daten sind, die wirklich die Creme aller Creme der verkaufbaren Daten auf dem Schwarzmarkt sind, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht die einzigen Daten sind. Wenn man dann deutlich billiger irgendwie die restlichen 30 Millionen irgendwie wird wahrscheinlich für Peanuts dann über die Bühne gehen. Also nochmal, dieses alte Lemma, wenn Daten da sind, sind sie bei Privatwirtschaft, die verkaufen es weg. Das ist es bei Geheimdiensten, da ist es bei Staatsanwaltschaften, die greifen zu. Aber gute oder schlechte Nachricht, Daten sind kopierbar auf ungesicherten, schlecht gesicherten Systemen. Daten sind ein Wert und nicht alle Hacker der Welt träumen davon, schlecht bezahlte Hochschulpositionen zu übernehmen oder ihr ganzes Leben lustige Beleuchtung in Camps zu machen und das Leben zu genießen, was eine bessere Lebensart ist als die Leute, die da versuchen, da mit diesen Aktionen Geld zu machen. Aber man muss davon ausgehen, dass es durchaus Leute mit Skills gibt und zwischen auch Tools, die eigentlich an die Daten rankommen. Also dieses übliche Hacker sagen, um Gottes Willen, Daten werden auf jeden Fall gehackt. Entschuldigung, wir haben es mit M-Pesa, haben wir es gerade im Moment gestempelt im Mai. Also das ist so gerade ein paar Monate her. Also insofern
Nochmal der Hinweis, also wenn wir da keine datenschutzfreundlichen Konstruktionen haben, sind die Daten weg und vagabundieren. Und ich sage es ja nur ungern, ich bezweifle stark, dass die Gesellschaft reif genug ist, eine komplette Aufdeckung aller Daten ohne schwerwiegende Verwerfungen zu ertragen. Jo, wenn wir gerade da an dem Punkt sind, dann kommen wir natürlich zu was noch Interessanterem. Facebook Libra, da haben sich einige Leute in meinem Umfeld aufgeregt. Zitat, Kapitalisten kapern wieder emanzipatorische Technologien. Und da meinte ich ja, wie praktisch immer. Wobei hier haben wir auch natürlich die Situation, muss man auch fairerweise den Kapitalisten gegenüber sagen, also diese Gründungen kommen in der Tat aus dem anarcho-kapitalistischen Milieu, also insofern ist da die Kritik auch irgendwie abzuschwächen, aber noch einmal der Hinweis, machen wir es mal wissenschaftlich neutral, Marktwirtschaften haben halt die Eigenschaft, irgendwie Technologien wahrzunehmen und versuchen damit Gewinn zu machen. Das ist eigentlich wenig überraschend und wenn dann auch Ideen sind, dass man das alles demokratisch macht und ohne Banken und ohne Dienstleister, dann können die Dienstleister natürlich trotzdem gucken, was davon einsetzbar ist. Und im Fall von Libra ist es sehr interessant, weil wenn man sich mal einen Schritt zurück macht, ist das durchaus ein Angriff auf einer der höchst bewerteten Firmen der Welt, nämlich Facebook, auf Banken. Und staatliche Währungsmonopole. Wenn Sie sich mal anguckt, die bauen eine neue Währung in der schönen Schweiz auf, die mit dem Währungspool gedeckelt ist, wo es Mitspieler gibt, wo der Eintritt in den Club irgendwie, glaube ich, 10 Millionen kostet. Und die meint es echt ernst. Und dann waren irgendwie einige Leute auch brillante Rechner, die haben gesagt, wenn sie 2 Milliarden Facebook-Konten haben und dafür nur 1% Leute davon teilnehmen, dann kann man sich mal ausrechnen, was das im Vergleich zu der Größe von großen deutschen Banken und selbst internationalen Banken bedeuten würde. Auch hier ist der Punkt wieder mit Datenschutz. Das Schlechteste ist immer die Diskussion staatlicher Datenschutz, privater Datenschutz. Man kann das auch so kombinieren, dass man das Schlechteste aus beiden Welten hat. Dass Facebook mit ihren Daten die Sachen weiterverkauft, wenig überraschend. Dass das eine amerikanische Firma ist, die im Zweifelfall die Geheimdienste kompletten Zugriff auf alle Daten haben, auch keine Sache. Wir haben bei M-Pesa gesehen und Vodafone ist kein mittelständischer Betrieb. Also die haben, ich gehe davon aus, ich habe das nicht bewältigt, aber Entschuldigung, wenn sie 11,5 Millionen Premium-Daten haben, dann halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass sie nicht fast nahezu alle Daten mal runtergemacht haben. Oder ich hoffe nicht, dass M-Pesa irgendwie ein System hat, wo sagen, hier nur unsere Werte, könnte ich auch nicht ausschließen. Vielleicht haben die Glücksspiel-Marketing-Bank da aufgemacht. Ich will es gar nicht wissen, also, aber jegliche Erklärung werde ich jetzt nicht weitergeben, weil es könnte einen Teil der Bevölkerung verunsichern. Gut. Kommen wir dann jetzt zu den interessanten Punkten, die ich nochmal reinwerfen muss. Und das sind eigentlich ein paar relativ einfache Gedanken. Aber ich denke, so ein Hackercamp ist, glaube ich, ein guter Ort, wo man die Sachen auch nochmal in die Diskussion wirft. Also nochmal hier auch der Hinweis, also diese interessanten Proof-of-Stake-Protokolle halte ich auch für sehr wichtig, dass da weiter geforscht wird, weil da diese Energieverbrauchssache gar nicht so relevant ist wie in anderen Szenarien. Und auch die Frage, wie man diese Proof-of-Work-Funktion besser macht, da verweise ich auf unseren letzten Kongress-Talk. Was ich jetzt hier im Moment wirklich nochmal auch gezielt in der Richtung Blockchain nachhaltige Entwicklung vorstellen würde, sind zwei Ideen. Einmal habe ich jetzt mal versucht, dann auch einen definierenden Wort zu geben. Infrastrukturfreies Mining. Insbesondere Mining mit regenerativen Energiequellen. Und da gibt es einige überraschende Eigenschaften in dem Protokoll, die das relativ freundlich zu Sonne und Wind machen. Und man sollte ja auch ein bisschen träumen, die Idee, selbst finanzierte Cloud-Server aufzubauen, nämlich nützliche Proof-of-Work
Arbeit zu verrichten, ist ein System, das ich sage, wenn es Länder gibt, die Probleme mit dem Bankwesen haben, die Probleme mit der eigenen EDV-Infrastruktur haben, wieso versuchen wir das nicht zusammen aufzubauen? Ganz klar, das ist jetzt nicht so, die Hacker bauen jetzt im Camp bis Samstag irgendwie einen Miner und den werfen wir dann in der Wüste ab und dann wird die Welt auf einmal völlig kuschelig, aber wir sollten zumindest mal in die Richtung ein paar Gedanken und auch ein paar Berechnungen machen. So, gucken wir uns mal regenerative Energien an. Gucken wir uns mal die Anforderungen auch von Mining an. Und Mining hat interessanterweise einen konstanten Energieverbrauch. Also es gibt deutlich weniger Schwankungen, also auch in dieser Sache gibt es Schwankungen, Umstellungen und so weiter, aber wirklich sehr viel deutlich kleinere Schwankungen, auch über längere Abschnitte, wie der Energieverbrauch moderner Volkswirtschaften. Insofern ist die Möglichkeit, dann regenerative Energien, die beispielsweise dann halt immer einen gewissen Grundbedarf leiten, die ohne Probleme zu nutzen. Also das arbeitet wirklich mit konstantem Energieverbrauch und das ist eine Eigenschaft, die haben natürlich Sonne und Wind auch. Die haben stark schwankende Einspeisung. Und es war in meiner Jugend, waren die Leute, die Atomenergie als sehr interessant gesehen haben, haben gesagt, das Atomstrom wird mal so billig, dass man nicht mal Zähler mehr bauen muss. War nicht besonders realistisch, allerdings bin ich im Moment am Grinsen. Wenn man dann die Ingenieure ein bisschen spielen lässt und ein bisschen mit regenerativen Energien spielen lässt, hatten wir in der Tat inzwischen die Situation, dass Strom nicht nur kostenlos war, sondern sogar einen negativen Strompreis bei der Strombörse erreicht hat. Weil, wie gesagt, es ist eine Situation da, wo sie durchaus zu viel Strom haben dann in einigen Szenarien. Und da ist halt natürlich die Idee, den überschüssigen Strom vielleicht direkt zu versuchen, direkt in das Mining umzusetzen. Zweiter Punkt ist auch irgendwie ein bisschen grob schlechtig analysiert, aber Orte, die für gute Energiegewinnung gut geeignet sind, die sind meistens an Orten, wo man ungern leben will. Also weil zu viel Sturm ist, weil zu viel Sonne ist. Insofern ist es wirklich eine interessante Sache, naja, es gibt Orte, da gibt es viel Sonne. Und wir können die Energie direkt umsetzen. Wäre vielleicht doch interessant, aber ist die Frage, wie transportieren und speichern das? Und das ist ungeheuer teuer. Und jetzt guckt man sich als Hacker doch mal die Situation an und sagt, Moment mal, wie viel Infrastruktur brauchen wir denn eigentlich fürs Mining? Welche Eigenschaften hat das? Und da ist eigentlich ganz interessant, wenn man dieses Mining-System mal analysiert, sind einige Eigenschaften, die vielleicht gar nicht so unbedingt naheliegend. Eine Eigenschaft ist das sogenannte Mining-Pool-freundliche. Das bedeutet, man hat es in der Beschreibung von Bitcoin Mining sagt man ja immer, das sind Lotterietickets und man muss irgendwie Zufallszahlen berechnen. Aber hier kommen wirklich so also Gesetze der großen Zahlen irgendwie zum Tragen. Und das bedeutet, wenn wir ein System haben wie Bitcoin, das miningfreundlich ist, wo man sich zu Pools zusammenschließen kann, muss man nicht auf den Zufall hoffen, sondern kann relativ nachvollziehbare Mining-Resultate geliefert bekommen. Gut, gehen wir mal die Idee mit den Solarsachen an. Welche Anforderungen an die Teilnahme von diesem Bitcoin-Mining-System, ich tue jetzt Bitcoin als die führende Währung öfter benutzen, das gilt natürlich auch für andere Währungen, aber sei mir mal diese Konzentration auf Bitcoin irgendwie erlaubt, ist die Situation natürlich relativ viel besser, als man denkt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Hacker-Idee. Wirklich im Prinzip kann man ein Solarkraftwerk in der Wüste abwerfen und braucht aus Außenverbindung eine Satellitenverbindung.
wenn GSM da ist, was wir auch irgendwie in vielen Situationen nehmen, haben wir natürlich GSM, aber wirklich dieser völlig abstrakte, wir schmeißen wirklich einen Rechner in die heißeste Wüste, wo kein Lebewesen irgendwie länger in der Sonne sein will als unnötig. Wir schmeißen die ab, machen eine Satellitentelefonverbindung, den Strom, den wir für die Satellitenverbindung machen, tun wir auch gewinnen und so weiter. Das sind schon Sachen, wo sehr viele Leute sagen, aber wir müssen mal ausrechnen, ob das sich überhaupt rechnet, das Produzieren und so weiter. Aber habe ich gesagt, ja, ihr habt verstanden, wir müssen rechnen, lasst uns mal rechnen, was da geht und was nicht geht. Ich sage gar nicht, dass es die Probleme der Welt lösen kann, aber diese Grundidee, wir haben die Situation, dass wir wirklich letztendlich das, was ich als Modell, als Idee gesagt habe, wirklich im Prinzip spricht nichts dagegen, dass wir Solarminer bauen und mit dem Hubschrauber über der Wüste abwerfen. Die machen eine Satellitenverbindung und fangen an, Bitcoin zu minen. Und wie gesagt, also Hacker können auch ein bisschen träumen und denken. Ich habe mir lang genug jetzt darüber Gedanken gemacht zu sagen, das ist keine völlig splinische Idee. Naja, ich bin Professor, ich habe das Recht, auch splinische Ideen zu verfolgen. Aber davon abgesehen halte ich das wirklich für eine Sache, wo man wirklich durchaus drüber nachdenken. Und auf einem netzpolitischen Arm der digitalen Gesellschaft habe ich auch mit Sam Libam vom Solar-IU-Projekt auch einen Teil des Vortrags gemacht. Der hat Systeme vorgestellt, wo sie wirklich mit Lastern, mit Solarpanel wirklich in die Dörfer gefahren sind, in verschiedenen afrikanischen Ländern. Und da Services zur Verfügung gestellt haben. Da ist alles noch, wie so, ob sie da ein Tokensystem und so weiter, ist alles noch in der Bleibe, aber da gibt es durchaus Leute, die daran arbeiten. Das war eigentlich ganz beeindruckend, den Kollegen habe ich kennengelernt bei einer Einladung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und ich bin ja Mathematiker, insofern haben mich irgendwie zwei Zahlen halt bewegt. Zum einen die 60% Transaktionskosten von MPs bei den Ärmsten der Welt. Und die andere Zahl waren einfach, dass 600 Millionen Leute in Afrika keinen vernünftigen Zugang zu Strom haben. Und da muss ich eigentlich ganz knallhart sagen, dann sind alle verrückten Ideen, mehr Leuten Zugang zu Strom zu geben, Ideen, die man irgendwie vorantreiben sollte. Und noch einmal, Solarenergie in diesen Orten ist wegen der hohen Sonnenstrahlung schlicht und einfach relativ naheliegend. Auch ein bisschen eine Sache, wo ich irgendwie sehr vorsichtig formuliere, aber der Hinweis, dass man da keine Infrastruktur ist durchaus zutreffend. Wenn wir halt das in Geländen machen, wo wenig Bevölkerung da ist, hat man auch das Problem, dass man dann halt politische Instabilität hat und auch Leute, die irgendwie Altmetall sammeln, und das Problem ist, über längere Strecken da Kabel zu verlegen. Und wenn man das umgehen kann, mit dem man zum Beispiel sagt, wir transportieren nicht den Strom, sondern wir bauen aus jetzt CO2-freiem Strom, benutzen wir um dieses Mining-System Proof of Work, das ich im anderen Talk ausführlich kritisiert habe, auch in mehreren Sachen, aber es ist halt existent. Da ist es irgendwie ein Punkt da, wo ich sage, lasst uns da mal überlegen. Und wenn wir nachher nur ein gescheitertes Mining-Projekt haben, das dafür sorgt, dass mehr Solar Provider da rumstehen. Und das sind halt wirklich Sachen, wo ich einfach sagen kann, lasst uns da mal nachdenken, lasst uns da auch mal nicht so arg von der Realität ausbremsen. Ja, ich weiß, wenn man heute rechnet, dann ist es nicht einfach, da ein Mining-System vorzuschlagen, das jetzt akut die ökonomischen Anforderungen da erfüllt. Nichtsdestotrotz, wenn so viele Möglichkeiten da sind und so viel Energie, die wirklich ungenutzt, nein, ungenutzt, aber die den Planeten ohnehin auch noch weiterhin aufheizt sogar, wenn wir davon ein bisschen abzweigen könnten, wäre das, glaube ich, keine schlechte Idee. Ja, und wie gesagt, lass uns noch mal weiter Ideen haben. Die Rechnung für die mobilen Verbindungen könnte man auch mit den selbstgewonnenen Coins bezahlen.
Stromnetz irgendwie kommt, dann können wir das irgendwie die Sachen machen, dass wir tagsüber Solarstrom einspeisen und die nachts den benötigten Strom mit der Rechnung mit kryptografischem Geld bezahlen. Also diese Idee, dass wir die Systeme da ein bisschen intelligenter machen, halte ich für zumindest bedenkenswert. Gut, dann der grundlegende andere Ansatz, wenn man sagen, aber Bitcoin irgendwie sehr viel Aufwand, irgendwie eigentlich relativ unüberflüssig, random Berechnungen zu machen, geht doch anders und es geht in der Tat anders. Was ich faszinierend finde, sind sogenannte Proof of Space Ideen. Da habe ich auch einen Doktoranden dran sitzen, der hoffentlich da in den nächsten Monaten auch ein paar interessante Ergebnisse dazu beitragen wird. Ein interessanter Bereich in der Akademie ist da Permacoin. Das kombiniert halt so verteiltes Speichern mit Bezahlungssystemen. Und ja, wie gesagt, bei Leuten, die auch den wirtschaftlichen Erfolg evaluieren, sei der Hinweis, dass diese Ideen, dass wir als Proof of Work was machen, auch durchaus Leute finden, die dafür Geld bezahlen. ICO von Filecoin hat einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erlöst. Also insofern sind diese Systeme erstens in der Akademie mit dem ordentlichen Paper, zweitens in der anderen Welt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützt. Insofern sage ich, ist das ein Ding, wo junge Leute wirklich mal auch reinschauen sollen, ob da nicht ein paar gute Ideen rausfallen. Also nochmal skizzieren, die Idee ist, dass die Konsensfindung durch nützliches Mining ist, durch Bereitstellung und Speicherplatz. Also wenn Sie dann vergleichen mit, ich tue immer Vorlesung siezen, also nicht erschrecken bitte. Also wenn ihr die Konsensbildung mit nützlichen sozialen Sachen bildet, das bedeutet, ist auch irgendwie rein vom Philosophischen, du machst was Nützliches für die Allgemeinheit, du stehst Speicherplatz und du kriegst dafür eine Teilnahme an diesem Reward-System. Also anstatt eine lustige Zufallsfunktion, so lustiges Hecht zu berechnen, machst du was, was nützlich ist und kriegst dafür praktisch diese Lotterietickets dann. Also, du kriegst mehr Einfluss auf das System, indem du Gutes tust und Leuten nützt. Und ich will jetzt nicht das aus der Wirtschaft bekannte Win-Win irgendwie allzu sehr machen, aber das ist ein Ding, wo ich irgendwie mich nicht aufregen müsste, wenn das auf einmal viele Leute meinen und dann mehr Strom verbrauchen als kleine Länder auf einmal. Also noch einmal, also das sind irgendwie für mich die vielversprechenden Sachen, die ich in dem Dowsing-Vertrag, also zum einen überlegen, regenerative Energien haben einige Eigenschaften, lasst die uns kombinieren. Wir haben keine Außenbindung, lasst uns überlegen in entwickelnden Wirtschaften, wo die nicht philosophisch diskutieren, muss der Staat jetzt weg oder muss der zurückgemacht, dann ist es kein Staat da. Zweitens dann halt nützliche Sachen und wie gesagt, für die Akademie, also für die harte Krypto, sollten wir halt nach sogenannten ASIC-resistenten Mining-Schemes Sachen, also wo wirklich dieser demokratische Ansatz, dass jeder Rechner eine Stimme hat, zum Tragen kommen. Und auf der anderen Seite Proof of Stake Sachen, die natürlich diese ganzen Energieprobleme zurückbringen, aber natürlich dann eine andere Währungsdynamik bringen. Ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Wie gesagt, das sind die Sachen, die Forschung, die ich auch teilweise in der Forschung betreibe. Heute wollte ich wirklich den Schwerpunkt auf zwei wirklich hackbare Ideen machen und wirklich euch einladen, da vielleicht mitzudenken an ein paar Sachen. Fassen wir nochmal zusammen. Achso, das habe ich natürlich vergessen. Noch härtere Herausforderung ist natürlich der Schutz der Privatsphäre. Da hatte ich vorgestern einen Talk, wo wir über Blind Signatures geredet haben. Das kann ein Building Block sein. Wichtiger sind dann sogenannte Zero-Knowledge-Protokolle, die auch in Zcash und so weiter eingesetzt sind. Da gibt es durchaus sehr interessante Arbeitsmöglichkeiten für junge Forscherinnen und Forscher, da Sachen zu betreiben, die wirklich mathematisch anspruchsvoll und ungeheuer nützlich. Also nochmal, Schutz der Privatsphäre braucht wirklich sehr
gut durchdachte mathematischen Überlegungen. Insofern alle Mathematiker da eingeladen, da noch einmal tiefer reinzuschauen. Zweiter Punkt, habe ich gesagt, ordentliche Kryptographie. Wir sollten überlegen, wollen wir das, dass da viele Leute mit viel Geld da reinkommen in das System und viel CO2 generieren, die allerdings auch dafür sorgen, dass die Währung dadurch stabiler wird. Es mag gruseln, aber wenn man ein bisschen zynisch die Sache analysiert, kann man auch sagen, der CO2-Verbrauch ist relativ eng korreliert mit dem Wert der Währung. Zynisch formuliert, also die Leute sagen, wenn du bereit bist, für Bitcoin so und so viel Strom zu verbrennen, also so viel Strom zu heizen, dann ist dir das was wert. Das darf man auch nicht vergessen. Also dieser große Energieverbrauch bedeutet, dass Bitcoin natürlich selbst gegen staatliche Angriffe inzwischen relativ sicher ist. Also ganz unterhaltsam ist, wenn man irgendwie erkennt, dass die Leute, die Spezialhardware für Mining ASICs produzieren, auf dem Technologiestand im Moment im Prozessorbau, jetzt bin ich ein bisschen gemein, aber technologisch ziemlich genau zwischen Intel und AMD liegen. Also die haben inzwischen, glaube ich, feinere Strukturen als Intel. Und das ist insofern relativ spannend. Auch noch eine Kränkung der Mathematikergemeinde. Wir Mathematiker suchen ja auch ganz gern komische Primzahlen oder Primzahlen mit komischen Eigenschaften. Und da ist es ein bisschen gruselig, dass ein völlig gescheitertes Brinecoin-System, wo irgendwie halt Proof of Work, irgendwie Primzahlketten suchen. Das ist ein gescheitertes Projekt und das hat größere Primzahlen oder Primzahlketten in dieser Eigenschaft gefunden als die akademische Wissenschaft über Jahrzehnte. Also insofern war das schon ein bisschen kränkend, dass irgendwie so Anarcho-Krypto-Nerds ein bisschen mit irgendeinem gescheiterten Projekt spielen und damit schönere Resultate kriegen als die ganze Forschergemeinde. Aber das ist im Moment in dieser digitalen Welt also nicht ganz so selten. Letzte Folie noch einmal, das Positive herauszuwagen. Regenerative Energien haben eine Reihe von Eigenschaften, digitale Währungen haben eine Reihe von Eigenschaften, die sehr gut mit regenerativen Energien zusammenpacken, die sehr gut mit Grassroot-Ökonomie, also von unterwachsender Ökonomie da ist. Und ich will mal so sagen, wenn wir das in Länder aufbauen, sollte man das halt versuchen, dann möglichst schnell den Datenschutz anzubauen. Also irgendwie das in richtig zu machen, weil ich muss nochmal an M-Pesa benutzen, sehr erfolgreich, sehr oft mit Recht kritisiert. Aber wie gesagt, alles, was du als Hacker irgendwie als Untergangsszenarien machst, ihr sammelt alle Daten, ihr schützt die nicht richtig, dann haben wir alle Dienste. Ja, alle Dienste haben es sowieso, regt dich nicht auf. Und dann, aber das Dilemma, wenn es Dienste haben, haben es ein paar Tage später auch die Hacker. Haben wir einfach jetzt die Beweise auf dem Schwarzmarkt. Also insofern, wenn wir da was ausrollen, dann bitte mit Systemen, die datenschutzgrundverordnungskompatibel sind. Entschuldigung, das war so gemein, dass ich eine künstlerische Pause machen wollte. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass diese Datenschutzgrundverordnung bei aller berechtigter und aller etwas zu aufgeregter Kritik wirklich einen interessanten Starting Point setzt. Und noch einmal, der Schutz der Privatsphäre bei Banktransaktionen ist nicht ein esoterisches Hobby für Leute, die nicht zeigen wollen, dass sie als Chef eines Rockerverans irgendwie so Barbie-Puppen sammeln oder andere private Hobbys, die sie irgendwie geheim halten wollen oder nicht. Es bedeutet, wenn halt wirklich alle Transaktionsdaten da sind dann und die auf dem Markt sind, das ist für mich jetzt, also wenn jemand diese Daten von den 11,5 Millionen Sachen, ist ein einfaches Skript, dann kriegen sie ein Drohschreiben von den Anwälten, dann kriegen sie eine Anwarnung und so weiter. Das ist ein einfaches Skript, das ich auf die 11 Millionen Daten machen und da kann man dann halt mit, wenn man 2 Stunden mal nachdenken, ein paar gemeine Python-Skripts macht, exorbitante Unruhe stiften. Und wirklich auch nochmal ein Appell an die Politiker, glaubt ihr wirklich, dass die
Gesellschaft so weit ist, dass ein Schutz von privaten Daten irgendwie aufgegeben werden sollte für alle Leute. Wenn ich dann sage, ich schreibe dann ein kleines Skript, dann belästige ich alle Leute, die Glücksspiel gemacht haben. Oder mach halt diesen Autor, Presser. Wir wissen, dass du Glücksspiel gemacht hast, wir veröffentlichen. Und Entschuldigung, das sind bei den Zahlen, wenn sie 11,5 Millionen Leute, wenn sie 11,5 Millionen Leute haben und dann nur ein Promille erfolgreich abschöpfen, kann man ausrechnen, sind 11.000 Sachen. Letzte Sache, weil ich hatte hier jetzt schon die freundliche Null gesehen, wobei die ist erst jetzt erreicht. Forschung für nachhaltige Kryptographie. Also schauen wir uns da die Forschung an. Da gibt es sehr viele interessante Ideen. Ich habe gesagt, Datenschutz soll, wenn wir was da aufbauen, ganz unten sein. Und da ist für alle Leute Arbeit. Die Mathematiker sollten sich mal schönere Zero-Knowledge-Sachen ansehen. Die Informatiker sollten bitte anfangen, diese alten Protokolle zu implementieren. Und wir alle sollten zusammenarbeiten, uns mehr unterhalten und versuchen, die Welt mit Technik auch ein bisschen besser zu machen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Boah, 30 Sekunden. Also eine Punktlandung sondergleichen. Rödi. Die nachhaltige Blockchain statt digital und dreckig. Vielen, vielen Dank und das ist nochmal dein Applaus. Für QA haben wir leider keine Zeit mehr, weil der Rüdi die komplett ausgeschöpft hat. Aber ihr wisst ja jetzt, wie er aussieht. Der wird gleich einen dieser Ausgänge nehmen, weil anders kommt er aus dem Zelt hier gar nicht raus. Greift ihn euch einfach. Wir machen...